Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei House on the Hill. Wir hatten ja schon die zweite Runde hinter uns, wo wir von diesen Puppen da belästigt wurden und sind jetzt hier wieder in der Gartenlaube gelandet. Ich denke, wir müssen tatsächlich noch eine Runde spielen. I did some scouting here. Check the main facade and you'll find a small window. It should be open. Get in and I'll tell you what to do next. Die Hauptfassade. Also ich gehe mal davon aus, dahin ist der Eingang. Könnte das diese Seite sein? Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen hochgeregelt, weil der Sound doch tatsächlich ziemlich leise ist. Moment. Bin sofort wieder im Spiel. Jetzt. Ich drehe das tatsächlich noch ein bisschen höher. Weil ich bin sofort im Spiel, ich bin sofort im Spiel, ich bin sofort im Spiel. Weil man tatsächlich nichts gehört hat vom Hintergrund. Aber wie gesagt, die Hauptlautstärke kann ich tatsächlich nicht regeln, aber ich habe alles andere tatsächlich total hochgedreht. Es geht tatsächlich nicht mehr anders. So, und wir sind jetzt wieder hier, die dritte Runde wohlgemerkt. Und wir sollen an der Hauptfassade nach einem kleinen Fenster suchen. Ist das hier die Hauptfassade? Moment, bevor ich wieder sage, ich muss den Kontrast hochregeln. Es könnte natürlich auch vorne sein. Wenn wir denn hier durchkommen. Aber eigentlich dürfte das hier ja verschlossen sein. Ja, das ist mehr wie verschlossen. Aber kommen wir denn da durch? Mal gucken. Ich gucke mal auf der anderen Seite. Ich hoffe, ihr hört das. Im Hintergrund hört man ein bisschen den Wind wehen. Mehr ist tatsächlich nicht zu hören und meine Schritte eben. Ich muss mal darüber laufen. Vielleicht war da tatsächlich was irgendwo auf der anderen Seite da. Ich kann tatsächlich nicht schnell laufen. Moment. Mal kurz was testen. Oh, ich bin so dämlich. Ich habe es auf meinem Ohr ziemlich leise. Also gut, in der Main-Fassade hat er gemeint. Vielleicht da drüben irgendwie. Vielleicht ist da vorne jetzt offen. Mal schauen. Weil die Tür war ja eigentlich auch verschlossen, aber da hängt auch ein Schloss vor. Muss ich mir dann da gleich mal noch gucken. Jetzt pass mal auf. Okay, nee, da sagt er auch nichts. Ein kleines Fenster. Oh je, das sieht aus wie ein Fluchtweg. Okay, das ist es nicht. Was? Okay, das war wohl mein... Huch. Okay, das ist es auch nicht. Ich komme hier tatsächlich nicht durch. Weil hier überall dieser ganze Scheiß hier davor steht. Moment. Nee. Jetzt habe ich gerade gedacht, der ist gesprungen, aber das ist er nicht. Ja, ich kann ja gar nicht an die Main-Fassade rankommen, weil hier überall der Scheiß steht. Wie komme ich denn dann zur Main-Fassade? Oh, das ist was, was ich überhaupt nicht mag. Ich hänge schon am Anfang. Aber vielleicht meint er auch da oben, da ist aber kein Fenster. Und da um die Ecke rumlaufen kann man auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt. Ich komme hier nicht durch. Kann ich den schieben? Eventuell. Kann ich hier irgendwas machen? Drüber springen? Ich kann nicht springen. Es geht nicht. Ein kleines Fenster. Hier ist ein kleines Fenster. Aber ich komme hier nicht dran. Was ist das hier? Crouchen geht ja auch nicht. C war ja die Kamera. Da kann ich auch überhaupt nichts machen. Das ist schon seltsam. An der Main-Fassade. Komme ich hier durch? Nee, tue ich nicht. Ich komme auch an das Fenster überhaupt nicht dran, ne? Von hier aus ja schon gar nicht. Okay, kleines Fenster. Vielleicht ist hier an der Seite irgendwo eins. Hier bei dem Müll. Vielleicht kann man da was schieben. Wir haben ja schon bekommen, dass wir tatsächlich Dinge verschieben können. Wenn ich zu leise rede, dann bitte ich mir das zu entschuldigen, weil
Wenn ich mich konzentriere und nachdenke, dann passiert das immer wieder mal, dass ich... Ich kann hier tatsächlich nichts machen. Ich kann... Ist das schon wieder ein Bug? Muss ich das Spiel nochmal neu starten? Mal schauen, ob ich eventuell durch diese Tür das Gelände verlassen kann. Nein? Okay. Also irgendwie... Oh je, guck mal. Die Dinge sind wieder dran. Oh, ist das ekelhaft. Es ist schon ein bisschen seltsam, was ich jetzt hier tun soll. Blicke ich jetzt nicht so ganz, weil... Main-Fassade, das ist die Main-Fassade schon, aber... Aber ich komme ja da gar nicht drüber. Was ist denn hier? Da ist noch der Stuhl. Das ist wahrscheinlich total offensichtlich und ich kapiere es nicht. Ich kann nicht durchs Wasser laufen, okay. Also wir sind nicht Jesus. Und ich nehme mal tierisch an, dass ich auch nicht zum Auto komme, nehme ich mal an. Doch. Kann ich irgendwie drum rumlaufen? Nee, kann ich da irgendwie langlaufen? Da kann ich nur zurücklaufen. Hey, where did you go? We have an agreement. Ja, ist ja gut, aber wenn ich den Eingang nicht finde, den du wieder mal suchst, dann... Habe ich jetzt irgendwas verpasst, was der gesagt hat? Da ist kein Vorhängeschloss dran, aber es zeigt mir meine Hand auch nicht an, dass ich was machen kann. Nur da. Okay, ja. Also ich bin gerade dezent überfragt. Ich habe keine Ahnung, weil ich jetzt hier schon überall geguckt habe. Ich kann nicht springen, ich kann nicht über die Hecke drüber, ich kann nicht über die ganzen Baumaterialien drüber klettern, dass ich irgendwie ans Haus rankommen würde. Ja, gute Frage. Geil. Die Folge hat erst angefangen und ich stehe schon vor dem größten Rätsel des Universums. Wie komme ich in das Haus? Womöglich, Moment, womöglich könnte es tatsächlich wieder ein Bug sein. Ich fange nochmal an und dann schaue ich mal, ob es ein Bug war oder wie auch immer oder wo genau ich das machen muss. Also, ist scheiße, gleich am Anfang hier so rumzuhängen, aber ich suche jetzt schon 7 Minuten. Das muss nicht sein, jetzt noch länger zu suchen. Ich melde mich gleich zurück. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück. Ja. Es war einfach nur sowas von offensichtlich. Man hätte es nun mal versuchen müssen. Aber ja, weil man ja über die ganzen Baumaterialien eigentlich nicht drüber kommt, habe ich das tatsächlich nicht wahrgenommen. Ich war zwar dran, aber... Ich gebe zu, ich habe geguckt, ja, weil ich echt keinen Bock hatte, das jetzt alleine rauszufinden. Ein kleines Fenster. Ich habe nach so einem kleinen Kellerfenster geguckt. Ist ja klar, dass ich dann das kleine Fenster übersehen habe. Und wir hier einfach nur hochlaufen müssen. Oh mein Gott. Manchmal ist es so offensichtlich, als dass man es sehen würde. Okay, wir gehen rein. Die kleinen Lichtchen fliegen wieder rum. Ich mache die Taschenlampe an. Und jetzt bin ich gespannt, was uns als Nächste erwartet. You know what? I have a feeling that we should look into the basement. Nein. Oh, bitte nicht. Bitte nicht in Basement. Überall bloß nicht Basement. Irgendwann geht die Tür auf und dann ist es immer noch zu wunderbar. Wo war denn der Basement? Der war, glaube ich, da hinten irgendwo. Kann das sein? Ah ja, ich weiß wieder. Ich weiß wo. Walls and piles of books. Be afraid of knowledge, buddy. The more you know about the world, the more clearly you see it's monstrous. Try to walk along the corridor. We need a descent down. Die Kamera haben wir nicht mehr. Die gehört anscheinend in die zweite Runde. Okay. Okay, da hinten war ja die Küche und ich weiß, dass wir eigentlich hier lang müssen. Zumindest weiß ich, dass es da hinten dann zu dem Treppenaufgang geht. Und ich bin gespannt, was irgendwann mit dieser Tür hier ist.
Da fehlt eine Kette. Oh, ich will nicht wissen, was da rauskommt. Ich will es echt nicht wissen. Boah, ist das eklig. Kann man die Kette nicht wieder hinmachen? Ey, cool, guck mal. Das erinnert mich an ein Anime. Das Schloss im Himmel, oder? Genau, daran erinnert mich das gerade. Keine Ahnung wieso, aber sieht so ähnlich aus. Okay, das ist die Tür zum Basement. Da habe ich ja das letzte Mal... Ach, leck mich doch am Arsch. Hör auf, mich zu erschrecken. Habe ich doch das letzte Mal kurz aus Versehen runtergeluschert. Und ich will nicht in den Basement. Das Schlimmste, was man machen kann in einem Horrorspiel beziehungsweise in einem Horrorfilm, was die Protagonisten, die da mitwirken, immer tun, ist, die gehen in den Basement oder in den Attic und die rennen immer grundsätzlich nach oben, wenn sie sich retten wollen. Also ich würde die Haustüre wählen. Egal. Wir müssen wohl oder übel da runter. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als in den Basement zu gehen. Oh nee. Oh nee. Nein. Warum flackert die? Es kommt gleich Samara. Ich weiß es. Ich will nicht. Do you hear noise or is it just me? Okay, die Tür ist zu. I need to change the headphones. Nein. Ich will da gar nicht runter. Boah. Ich weiß, dass die Crutch-Alte gleich auftaucht. Hä? Was ist denn das für ein Keller? Oh nee. Keller sind das absolut Schlimmste in Horrorspielen, generell in irgendwelchen... Oh mein Gott. Oh, ich habe gerade Chills all over my arms. Hm? Jetzt habe ich gerade das Katze. Oh, ich... Ich werde losschreien, das wisst ihr. Oh mein Gott, ich will gar nicht weiterlaufen. Move this thing aside. Why did they even put it here? Aus Gründen womöglich? Ich muss es moven. Ich gucke nicht hin. Okay. Was ist das für ein bescheuerter Basement? There is a rare knife stored somewhere here. At least, it is according to our client. You'll know it when you see it. A knife. Ach du Scheiße. Boah, leck mich am Arsch. Ich muss bestimmt gleich wieder laufen, ey. Puh, Leute, das ist echt nicht lustig. Ich sitze hier, ich bin total angespannt. Es ist Abend, draußen ist dunkel. Auch wenn hier in meinem Zimmer Licht brennt, ist das trotzdem Horror. Und ich hoffe, meine Katzen springen mich nicht an, sonst schreie ich nämlich erst recht. Ich sollte nicht so nah an den Bildschirm hin. Es wird schon so schrecklich genug. Warum läufst du nicht? Ich erwarte jeden Augenblick irgendwas, das mich anfasst, angrabbelt oder hinter mir steht. Ja, wenn dann Türe zu ist, sollte man sie zulassen. Mutig schreiten wir voran in die... Bunks? Why would someone need to leave bunks under a mansion? Is that an immigrant hideout or what? Ich will's nicht wissen. Werde ich gleich bereuen, dass ich die Tür geschlossen habe. Leute, das ist echt nicht schön hier. Ist das ein Gürtel? Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Moment. This is a fragment from a shabby journal. There are oval stains on the paper. Could they be tears? Das sieht man jetzt nicht, aber... This is so strange. Recently I see just one dream. My boy with me once again. We are walking through the cave of blue stone, talking about something. My doctor thinks this is caused by my inability to reconcile with his departure. He is right. Of course I can't reconcile. My son is gone. I noticed that when we sleep on a first floor, my dreams become clearer. I wonder what happens when I'll try to sleep in a basement. Oh God. The lower I go,
The clearer my dreams. My boy is calling me. I can bring him back. I just need to understand what he's trying to say. Oh, joi. Boah, die hat hier unten geschlafen. Ist die Alte noch ganz? Interagieren. Ah, okay. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch die ganze Zeit nicht gesehen. Egal. Okay, der Boy. Sie will den Boy zurückbringen. Also ihren Sohn, Entschuldigung. Ihren Sohn zurückbringen. Sie hat hier unten geschlafen. Oh Gott. Nice picture. Oh, das ist doch ein nice room hier. Bitte das hier schön hinter mir zu machen. Okay. Schachfiguren. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir gleich Schach spielen müssen. Das sieht so aus, als wenn man den Schrank da verschieben könnte. Tatsächlich, da ist ein Loch in der Wand. These chess pieces look kind of strange. Maybe you can use them. Ja, gut, das habe ich mir schon gedacht, weil die schon ziemlich auffällig groß sind, wenn man das mal so sagen darf. Ich möchte mich aber kurz umgucken. Da ist schon die Tante hier. Das ist bestimmt die Dame des Hauses gewesen. Und irgendjemand hier war Pferdenarr. Ich glaube, ach, das ist ein Rätsel, gehe ich mal davon aus. Ich hoffe es zumindest mit den Löchern an der Wand. The holes under the pictures look like keyholes. Try to put the pieces inside. Ja, das wollte ich gerade erklären, bevor du mir ins Ohr geschrien hast, Herr Kollege. Okay, womöglich muss das richtige Ding in das richtige Loch. Das ist ein Turm. Oder ist das die Königin? Königin, das ist die Königin. Dann wird die Königin womöglich hier reingehören. Okay, der Turm wird wahrscheinlich in den Turm gehören. Would you like? Okay, scheint doch nicht so zu sein. Moment mal, ich hab den König, nicht den Turm, Entschuldigung. Dann gehörst du darüber. Jetzt habe ich mich leicht verschätzt. Dann nehmen wir das Hottehü, das gehört zum Hottehü. Und dann bricht die Hölle über uns herein. Nachdem wir den Turm jetzt eingefügt haben, explodiert hier gleich alles und wir sterben den schrecklichsten Tod, den es gibt. What the fuck? Are you waiting? The door is open. Move! Okay, move weißt irgendwie schrecklicherweise, dass man sich beeilen muss? Oh Mann. Ich bin total angespannt. Is that a cave? I don't feel well. Do you hear the whisper? Yeah. This noise. What are we doing here? I don't know. Das ist so ekelhaft. Oh mein Gott. I remember now. You're saying people, right? We do have a goal. We want to understand who is talking to us. Who's really saying all these lines? This is a natural curiosity. There is nothing unusual. Nein, there's nothing unusual. Überhaupt nicht, nein. Wir stecken Schachfiguren in die Wand und dann geht die Wand auf. Aber es ist nichts Ungewöhnliches. Nein. Oh Gott. I hear a female voice. She wanted to get her son back. She was lied to. Okay, sie wurde angelogen. Ich glaube, es ist übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Boah, dieses Dröhnen auf dem Ohr wird immer lauter. What the fuck? This place cannot exist. Nein. Do you hear me? Ja. This place is... This place is very important. I want to tell you something. I just... can't. All I can hear is this distracting thing. I'm
losing my thoughts. Losing. What the fuck? Did I want to say something? Nein. Sorry, wenn ich mich jetzt gerade hier total zu Tode schweige, aber okay, die Türen gehen tatsächlich nicht auf. Aber ich bin gerade total angespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich werde bei der ersten Gelegenheit schreien wie am Spieß, nur um das mal klar auszudrücken. Who lights these candles? Is anyone here? No. Here. What's this? Das erinnert mich gerade total an Amnesia. Aber volles Programm. Diese Gänge waren genauso. Das sind Skelette. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Da ist ein Sarg. Na klasse. Blut. Wow, mega. Oh Gott. Ach du Scheiße. Die Nacht der Toten. They belong to those who built this place. Maybe. And those who came here later. Durchgehen? Eigentlich sollte man das nicht. Hier ist Endstation. Ich glaube, wir müssen da hoch, würde ich jetzt glatt mal behaupten. Oh mein Gott. Das sind Ketten. Ein Fuel Wheel. Take. Und was mache ich jetzt damit? Und vor allem, wo mache ich das damit? Vielleicht da drüben? Irgendwie? Muss ich da irgendwo ein Tor hoch rödeln, trödeln, wie auch immer? Das ist nur. Ah, Mann! In den konnte man jetzt, in Amnesia konnte man jetzt die ganzen Fackeln anstecken. Muss ich wieder zurück? Das Dröhnen auf dem Ohr ist extrem laut. Was ist mit dir? Du gehst nicht auf. Danke. Okay, also ich gucke mich jetzt noch kurz schnell um. Nicht, dass ich das, was ich tun muss, hier tue. Aua. Dann hast du wirklich Rückenschmerzen. Ich glaube, ich muss zurück. Weil hier ist tatsächlich nichts, wo ich das Fuel Wheel einsetzen kann. Oder habe ich es übersehen? Das Ding lag hier. Nö. Gut, okay, ich laufe jetzt mal zurück und guck, was da so ist. Kann ich dich zumachen? Nein. Okay. Kann sein, dass wir auf die andere Seite von... What the fuck? Oh Gott. Lass mich bloß zufrieden. Lass mich bloß in Ruhe. Wo dieses Dröhnen auf dem Ohr geht, ist grausig. Boah, leck mich am Arsch. Okay, ich suche nach etwas, wo ich das Wheel einsetzen kann. Scheint hier tatsächlich zu gehen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber wir gehen mal weiter. Wir haben ja noch nichts geklaut. Deswegen bin ich guter Hoffnung, dass uns noch nichts anspringen wird. Endstation. This is a quiet spot. There is a lot of room to rest. Yep. Geht's da noch weiter? Ach du Scheiße, da geht's tatsächlich noch weiter. Also in Tomb Raider würde der jetzt eben lebendig werden und dich anspringen. Und so wie der aussieht, macht er das vielleicht auch. Ich laufe mal außen rum, weil ich keine Lust habe, dass mir das Ding auf den Schädel knallt.
That's what we are looking for. Pull the lever. Was genau meinst du? Oh, you. I can't focus. I hear something constantly. I'm scared. There's someone here. Go back. Yeah. Now. Ich lauf doch schon. They will come for me. He must be back. This is he. He is here, waiting for you. You. What the fuck? It's you. Is his cocoon. Nice. Parents had been waiting for their son. Oh. But he came instead. Oh Gott. Muss ich nochmal flüchten? Ich hau ab. There is a narrowness. Blade hier. A Blade? Kann mir jetzt mal einer sagen, wo ich eine Blade herkriege? Boah, ich nehme halt mal die da, ne? He is thirsty. Nice. Ich beeile mich jetzt einfach mal ein bisschen. Heart and the liver. They were his birthday present. They keep him here. Exactly. They keep him here. Oh, lauter I know what to do. Eier. Ich lauf einfach, ich lauf einfach weiter. Das ist extrem. Dieses Brummen auf dem Ohr. This is his liver. Do you want to get out? Get rid of it. He is here. Mir egal, ich geh. Kann doch nicht alles gewesen sein. Igitt. Ich kann echt nicht schnell rennen. Das ist wirklich alles, was geht. Ah! Ah, geh weg, lass mich in Ruhe! Einmal auf der anderen Seite. Oh, jetzt kommt er gleich von. I'm trying. Ich konzentriere mich. Vielleicht kommt er wieder. Oh Gott! Ist der ekelig! Ich kann nicht mehr runter. He's gone. Das ist weg. Oh. I understand it now. He needed a new heart. I had to do something. But has to do. Warum ist das?